Ja, die Bienen sind wunderbar, muss ich sagen. Oh, hi. Ach, ich hab sie schon voll. Ja, das war's schon. Nee, war's nicht. Der Geschütz kriegt auch noch was zu tun, wunderbar. Jo, war's das? Nee, immer noch nicht. Heute bist du aber lange dran. Ja, jetzt bist du aber fertig. Schön. Gut, dann gucken wir uns mal etwas um, was die alles so dabei hatten. Geld, natürlich kann ich ja wieder Geld aufheben, da ich halt ganz viel verpulvert habe mit Absicht. Flintenkugeln, was ist eigentlich mit den Flintenkugeln? Was können die eigentlich? Wir haben hier unten Regeln. Verstehe ich nicht. Keine Ahnung, was Flintenkugeln bringen. So. Geld. Wer labert denn da noch? Keine Ahnung. Wer da noch am Reden ist. Jetzt bin ich gerade in mein eigenes. Es tut mir aber nicht weh, das ist gut. Immerhin. Dini. Auch nichts dabei. Was mit dir? Auch nicht. Gut, dann gehen wir weiter. Ey, lass mich vorbei. Schrot, Schrot, Schrot. Ansonsten Mist. Brauche ich nicht. Ah, Verwandtskasten könnte ich gebrauchen. Splittergranaten brauche ich auch nicht. Hier konnten wir doch eben nicht lang. Jetzt können wir hier lang, gut. Wieso können die da nicht hingehen? Ich höre die Bienen knapp. Sie will ein Kind davon stehen. Stell deiner Strafe. Verdammt. Scheint ja weh zu tun, diese. Au. Au. So. Was ist das? Ist das eine. Ach, da kann ich Adam sammeln. Das ist aber eine böse Stelle zum Adam sammeln, muss ich sagen. Also doch eine ziemlich böse Stelle zum Adam. Also für mich böse. Weil, ja, okay, ich habe da jetzt ein Geschütz, aber ob das mir so viel bringt. Das bringt eher meine Sister um. Wenn irgendwas herauskommt. Oh Gott, das schaffe ich doch. Doch, schaffe ich. Fallnieten. Nein. Gut. Mister, wir werden auch Fallnieten platzieren. Oh, das ist gut. Das ist gut. Okay. Okay, das reicht. Weil auf der einen Seite kann ich mit Feuer kämpfen und auf der anderen Seite kämpfe ich mit. Ja, Schrot. Warum nicht? Gut. Auf geht's.
glaube ich einfach, weil da verbrenne ich einfach alles und hier bombe ich die einfach weg. Scheiße, fotografieren. Elementarsturm, Tonikum, was ist das denn? Warum sollst du dich im Umgang mit nervigen Gegnern immer nur an die Routine halten? Nutze dieses Tonikum und bewirke eine heiße, schockierende oder eisige Überraschung. Ja. Verkaufsexperte. Mach mal die Bohrkraft weg. Ja, das Geschütz ist doch ganz lustig da. Oh, da ist die nächste Sisti. Scheiße. Oh, bitte lass mich. Der Daddy soll jetzt nicht angreifen. Daddy, halt dich raus. Sister, könntest du dich bitte beeilen? Komm mal her, ich muss dich ganz schnell wieder mitnehmen, bevor mein Daddy sauer wird. Ein Herumtreiber, Himmel! Gib mir das Kind, sofort! Ich geb dir gar nichts. Lass das ein, lass den los! Ist wehrlos! So. Oh Gott, nein, nein. Oh Gott, die sind nicht böse für ihn. Okay. Glück gehabt. Ich werde mir eben alle einsammeln. Oh, es wäre jetzt böse gekommen. Ich suche mal ganz schnell. Ja, wollte ich gerade sagen, hier irgendwo ist nämlich. Ja, da, guter. Weil der hatte die nächste Sister dabei. Und die wollen wir ja haben. Also befreien wir eben die, also retten die hier. Und dann kümmern wir uns um den da unten. Der doch bestimmt mit Phosphorschrot gut zu legen ist. Und mit Elektrizität. Sehr schön. Oh, ich habe vergessen, die Foto. Ach, egal. Jetzt habe ich ihn vergessen zu fotografieren. Egal. Nehmen wir die Sister mit. So. Da kommen wir nicht rein. Okay. Und dann haben wir jetzt eine neue Sister. Kann ich jetzt hier nochmal einem näher, oder? Ne, kann ich nicht. Ich dachte gerade schon. Wieder auf normalen Schrot wechseln, bitte. Und den hole ich mir anders. Bumm. Warum ist da noch ein Rumbler? Meine Sister und es bleibt meine Sister. Hast du mich verstanden? Gut, anscheinend ja. Das ist schon mal gut. Das ist hier Fallnieten. Irgendwas höre ich hier glitzern wieder. Also, dass ich hier irgendwas betätigen kann. Weiß man noch nicht so genau was. Ich kann hier nichts mehr aufheben. Bin schon voll ausgestattet hier. Was glitzert denn hier? Was ist mit einem kleinen Präsent? Wolltest du irgendwas? Hä? Ja, genau. Du mich auch. Hab dich auch ganz doll lieb. Da kann ich. Ja, da haben wir die zweite Pflanze. Und hier können wir Adam sammeln. Das ist auch gut. Hier hat man die Bindung zwischen uns hergestellt, Vater. Hier hat man Gott gespielt.
du warst das einzig Gute, was Rapture mir je gegeben hat. Hier an dieser Stelle? Oh, wie süß. Ja, natürlich die zweite Erdenpflanze einsammeln von dreien war... Ja, nee, drei von vier. Okay. Es war ihr nicht bestimmt, einen Vater zu haben, Delta. Sie sollte die Erbin meines Lebenswerks werden. Und hier hat man sie verändert. Hier hat man sie an dich gebunden. Das Kind, das sie einst war, starb in diesem Raum. Ja, aber das war ja nicht unsere Schuld, du voll doofe Kuh. Okay, das sieht so aus, sollten wir danach herunter. Ich gucke jetzt mal eben mich noch ein bisschen um. Obwohl, warum sollte ich mich eigentlich umgucken? Eigentlich ist es Schwachsinn, ich gucke mich nicht um. Ich fange direkt an. Wir haben so viele Fallennieten, dass wir hier ein bisschen spielen können. Oh, spielen wir hier ein bisschen. Obwohl, ich glaube auch... Oh nein! Der soll nicht mit in den Fight einbezogen werden. Ah, du bist doch doof, verzieh dich. Geh weg. Ja, super. Ja, solange ich den nicht angreife, löst er die nicht aus, zum Glück. Hatten wir eben festgestellt. Also von da werden keine kommen können. Und ich habe keine Lust, dass er sich in den Kampf mit einschaltet. Das wäre böse für mich. Schrot haben wir gerade ein bisschen weniger. Wir nehmen Kugeln, normale und Insektenschwarm. Und lassen sie mal anfangen, weil das wird, glaube ich, wieder ein einfacher Kampf. Ja, wenn der die mit der Schuhe kommt, habe ich ein Problem. Ja, komm. Mit einem unschuldigen Kind davon stehlen. Nur ein Kampf! Auch ein Familienmitglied mehr. Ich werde den. Jetzt ist Plan B getragen. Ach ja, die sind ja auch da. Ach, richtig. Bin ich immer noch nicht fertig. Ja, ist ja gut. Kannst wieder umschalten. Ja, auf den Heckpfeil. Ja, ja. Ich hab grad eben mit Heckpfeilen beschossen, was ja sehr sinnvoll war. Oh, Hauptsache, der die schleicht einfach mitten durch. Auch nur Dini süß. Die Bienen verraten eh, wo du herkommst. Ah, voll wert. Oh, hi. So, wie gesagt, eigentlich ein einfacher Kampf. So. Ach, jetzt sei doch ruhig. Shut up. Ich bin nicht da. Bin ich da. Ich tue nur so. Und kabums. In diesem einen Balken habe ich natürlich getroffen, natürlich. So was, ich nehme das blaue, weil dann ist das Hacken direkt vorbei. Haben wir ja ein Dings für ein Plasmid, also ein... Was haben wir denn da? Ah. Ja, müssen wir gleich mal gucken, wie wir da hinkommen. Oh ja, sehr schön. Power to the people. Was haben wir? Ja, ich muss aufpassen. Nicht auf retten, sondern das Ding aufheben, bitte. Auf Wiedersehen, Dr. Alexander. Mutter hat Dr. Alexander zugrunde gerichtet. Sie wollte ihn zu einem lebenden Heiligen hochspleißen, der die Bedürfnisse der Allgemeinheit kennen und unermüdlich für sie eintreten sollte. Aber jetzt ist etwas... Unaussprechliches aus ihm geworden. Mutters Weltanschauung ist genauso verfehlt wie die von Ryan. Für sie wäre es besser, alle lebten im Elend, als dass wir unsere eigenen Ziele verfolgen. Ich muss hier raus. Ach, hier kommen wir jetzt rein. Ah, gut. Muss gleich aufgucken, wie lange ich noch aufnehmen kann, weil, gleich wird weiter aufgeräumt, Leute, ja klar. Was haben wir da? Big Sister. Wir haben unsere älteste Sister physisch und mental neu konditioniert und mit Protector Equipment ausgerüstet, das nach meinen Entwürfen modifiziert wurde. Die Jüngeren titulieren sie als Big Sister. Leider ist das nur ein Notbehelf. Durch die Splicer und den Alterungsprozess der Mädchen
werden uns bald geeignete Little Sisters ausgehen. Und dann, ja, ist die Erdoberfläche unsere einzige Chance auf Nachschub. Was machen wir mit Bohrerschaden? Keine Ahnung, Leute. Ich bin hier. So. Eine Wärmesuchung Granate, die wir nicht brauchen. Ja, ich guck mal eben, wie lange ich noch aufnehmen kann. Sollte, wie auch immer. Moment.